Hallo und herzlich willkommen. Ja, das wird heute mein erstes YouTube-Video. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich mal über das Thema spreche, was für viele von euch wahrscheinlich noch ein Problem ist. Und das ist auch so, das ist, wenn man das erste Mal eingeladen ist und nicht so richtig weiß, ja, wie soll ich mich verhalten? Man ist vielleicht noch nicht so lange nüchtern und da wollte ich euch heute einfach mal ein paar Tipps mit auf den Weg geben, was ich gemacht habe. Und vielleicht ist das ja hilfreich. Also auf Englisch heißt das, ich habe da auch schon mal ein Video so aufgenommen, a body, a plan and an excuse. Das heißt, wenn ein Event bevorsteht, also ein Geburtstag, eine Feier, ja, was mache ich dann? Dann plane ich. Also das Erste ist schon mal, an welchem Tag findet es statt? Dann schaue ich genau hin, wer ist dort eingeladen, mit wem gehe ich dorthin? Habe ich vielleicht schon jemandem erzählt, dass ich nüchtern bin? Das ist natürlich der Idealfall. Wenn du mit dem Partner dorthin gehst, dass der Partner dann ein bisschen ein Auge auf dich wirft, dass da nicht ständig irgendwelche Leute dir ein Sektglas in die Hand drücken und du dann sagen musst, nein, danke, ich trinke heute nicht. Also, dass du jemanden hast, auf den du dich verlassen kannst und der so ein bisschen, der dich auch, ja, der dich unterstützt. Und was du auch machen könntest, wenn du halt den Gastgeber kennst, dass du vielleicht vorher anrufst und sagst, du, ich habe mir überlegt, für mich ist Alkohol einfach kein Thema mehr, ich möchte nicht mehr trinken und jetzt bin ich noch nicht so lange nüchtern. Ich wollte mal fragen, was du noch an alkoholfreien Getränken da hast und meistens sind sie dann auch richtig super nett und sagen, ja, was möchtest du denn gerne oder bring doch was mit. Das habe ich auch mal gemacht und zwar war ich da gerade erst 3 Monate nüchtern. Das war im Sommer und dann habe ich einfach eine Flasche alkoholfreien Sekt mitgenommen und es war auch eine Gartenparty. Ich kam da an und dann schubst, hatte ich ein Sektglas in der Hand und habe gesagt, oh nein, danke, du, ich trinke keinen Alkohol. Und dann habe ich das, die hatten auch, und das war mit Personal, dann habe ich den Kellner die meine mitgebrachte Flasche in die Hand gedrückt und habe gesagt, könntest du die vielleicht irgendwo kalt stellen? Und er so, ja, natürlich, und sag mir Bescheid, das war so süß, das war so toll. Und das war auch richtig gut. Habe ich gar nicht, das war gar nicht so, hatte ich gar nicht vorher so drüber nachgedacht. Aber dadurch hatte ich immer ein Sektglas in der Hand und bin überhaupt nicht aufgefallen. Und mein Partner, genau das Gleiche, der hat da auch mitgetrunken, also hat er auch den alkoholfreien Sekt, der hat ja auch nicht, da hat er auch aufgehört mit mir zusammen. Und das war das Unauffälligste. Wir waren schön nüchtern, haben gesehen, wie die anderen immer betrunkener wurden und haben da lecker gegessen, haben jede Menge Spaß gehabt und sind dann irgendwann nach Hause gefahren. Auch das war auch noch ein riesen Pluspunkt. Wir hätten auf jeden Fall vorher, sonst hätten wir ein Taxi gebraucht, haben bestimmt 30, 40 Euro gespart an dem Abend und hatten einen wunderbaren Tag. Also wie gesagt, die Planung ist alles, dass man vorher sich schon mal erkundigt. Und wenn es jetzt wirklich zu viel ist, dass die Leute dann, irgendwann ist man vielleicht genervt, weil die Leute dann doch betrunkener werden und man ist ja einfach nicht mehr auf dem gleichen Level, dann sollte man einfach gehen. Weil gerade am Anfang, wenn das so die ersten Einladungen sind und man sich nicht wohlfühlt, die Nüchternheit ist die Nummer eins. Die Nüchternheit ist einfach das Allerwichtigste. Und da soll dir das total egal sein. Also du kannst ja höflich sein und kannst ja dann vielleicht der Gastgeberin sagen, du, sorry, aber ich habe morgen noch ein Event, ich habe morgen, meine Eltern kommen zum Frühstück oder lass dir irgendwas einfallen oder ich muss meine Tochter zum Handballtraining, zum Handballspiel fahren. Lass dir irgendwas einfallen als Erklärung, warum du gehen musst. Aber quäl dich nicht, wenn du merkst, es triggert dich, es tut dir nicht gut oder du siehst da einfach zu viel Wein, zu viel Bier auf der Party, dann würde ich das Fest auch verlassen. Ja, also das kann, gerade am Anfang kann das wirklich ein bisschen schwierig sein und unterschätzt das nicht. Man denkt vielleicht gerade am Anfang, oh ja, easy, ne, das kriege ich hin, weil ich habe ja die Willenskraft und ich will ja jetzt nicht mehr trinken. Ich wäre da vorsichtig, ich wäre da echt vorsichtig. Also ich habe Glück gehabt, ich habe im ersten Lockdown aufgehört und es war alles geschlossen und ich bin dankbar, dass alles geschlossen war. Und als ich dann wirklich wieder unter Menschen gegangen bin, die Alkohol getrunken haben, war ich so weit gefestigt, dass mir das überhaupt nichts mehr ausgemacht hat. Ne? Und deswegen, ich wäre da ein bisschen vorsichtig, lieber ein Event weniger und du sagst vielleicht, du machst ein bisschen mehr Sport.
Ja, und wenn es um einen Restaurantbesuch geht, darauf kann ich jetzt auch noch mal eingehen, was ich dann auch gemacht habe. Ich habe dann vorher schon mal die Speisekarte und besonders natürlich die Getränkekarte gegoogelt, habe mich erkundigt, was gibt es da für Getränke und war dann auch vorbereitet, habe dann auch mir gedacht, ja, wenn wir da und da essen gehen, dann bestelle ich das. Also Vorbereitung ist alles und auch vor dem Event ruhig vor der Feier vielleicht noch mal einen schönen Spaziergang machen, dass man dann auch schön entspannt ist, dass dann auch gar nicht so erst die Trigger und die Cravings auftauchen. Ne? Das ist auf jeden Fall hochkonzentriert sein, das nicht auf die leichte Hand, auf die leichte Schulter nehmen, so nach dem Motto, ach ja, das kriege ich schon hin und das macht mir nichts. Nein, 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 nein. Ich wäre da sehr, sehr konzentriert und höre in dich hinein. Wenn es nicht geht, dann suchst du dir eine Ausrede, ein Excuse und dann geht es ab nach Hause. Und dann machst du es dir zu Hause mit einem schönen Tee gemütlich, gehst vielleicht auch schlafen und am anderen Morgen sagst du, herrlich, ich habe wieder einen Tag geschafft, wieder einen Tag weiter auf der Reise in dein nüchternes Leben. Und das ist einfach wunderschön. Deswegen gib es nicht auf, sei konzentriert, bleib auf der Hut und bereite dich vor. Sei nicht unvorbereitet. Also wie gesagt, nein, positiv ausgedrückt, sei vorbereitet und alles wird gut. Ja, das war's für heute und demnächst gibt es weitere Tipps von mir. Bleibt gespannt. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren. Ich bin gerade, wie gesagt, erst am Anfang und freue mich auf jeden Fall, dass ich so meine Tactics und Tools mit euch teilen kann. Ja, alles Liebe, alles Gute. Und vielleicht noch als kleinen Spruch, ja, I choose not to drink alcohol. Und ich bin so happy über diese Entscheidung. Alles Liebe, eure Chris.